herzlich willkommen, Leute, zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, Sawyer und Cecilia haben wieder eine Woche rum und haben viele Neuigkeiten für euch. Ein Voice Report, genau, da sind wir wieder. Ja, also mit einem Tag Verspätung heute, das kann hin und wieder mal passieren, das ist dann einfach eine Terminfrage. Aber dafür sind wir jetzt für euch da und natürlich auch gleich mit den Infos und mit den wichtigsten Infos ganz zu Anfang an. Und das ist natürlich, wie sieht's aus mit 2.4? Das ist unser Hot Topic heute und ja, da kann man auf jeden Fall sagen, da ist jetzt der Prä-PTU-Patch gelauncht für die sogenannten Evocati, ne? Genau, also die ausgewählte Gruppe. Genau, für die NDA-User oder Tester sozusagen, genau. Ne? Die Non-Disclosure Agreement Tester. Ja. Um genau zu sein eigentlich, ne? Könnten so wir eigentlich auch mal gleich erklären. Genau, da erklären wir gleich mal, was es eigentlich damit auf sich hat. Also es gibt eine kleine Gruppe von Leuten, die danach ausgewählt wurde, wie aktiv sie im Issue Council Bugs reporten und dem Spiel weiterhelfen. Daraufhin haben die eine Einladung bekommen und das ist ein sehr aufwendiges Prozedere. Wenn man diese Einladung bekommt, dann bekommt man nämlich ein langes Non-Disclosure Agreement, also eine Verschwiegenheitserklärung. Da muss man dann sogar seinen Personalausweis hinschicken und das alles händisch unterschreiben, einscannen und wirklich versichern, dass man nichts davon rausgibt, was daraus kommt. Tatsächlich ist es so, wir haben natürlich auch so unsere Kanäle und das ein oder andere ist auch schon geleakt. Ich würde euch wirklich an der Stelle sagen, seid vorsichtig mit den geleakten Informationen. Wir haben schon bei mehreren gefunden, dass die entweder absichtlich oder unabsichtlich gefälscht wurden in irgendeiner Form. Das heißt, wir werden auch an der Stelle aufgrund des NDA nichts Genaueres sagen, also nicht genauer sagen, was jetzt da für Inhalte drin sind. Wir können euch nur sagen, es wird sicherlich großartig. Es wird eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Könnt ihr euch also drauf freuen. Genau. Und man sollte vielleicht noch an der Stelle erwähnen, dass die Inhalte, die jetzt im Prä-PTU sind, dass die sich auch noch ändern könnten. Genau. Ne, dann fürs PTU später. Genau, das ist also auch noch nicht sicher und deshalb wollen wir es auch euch noch nicht rausgeben im Detail. Aber wer ein bisschen die Öhrchen spitzt jetzt während des Reports, wird sicherlich den ein oder anderen Hinweis darüber enthalten. Wir haben uns da so ein bisschen was ausgedacht dazu. Und von daher würde ich auch sagen, wir gehen von dort aus direkt in die Weekly Updates. Genau, und wir starten mit Around the Verse. Und da, wie gesagt, sind sie ganz fleißig dabei, an Version 2.4 zu arbeiten, dass die endlich ins PTU kommt, also ins Public Test Universe. Und ja, damit ihr es alle testen könnt und wir. Und ja, da sind sie fleißig dabei auf jeden Fall. Dann, was gab es da Neues? Ja, an den Blockern arbeiten sie sozusagen, ne? Ja, definitiv. Dann an den Schiffsports auf der Landezone oder für die Landezonen in Crusader wurde gearbeitet. Genau, das heißt, im Grunde genommen, wir wissen nicht genau, was sie jetzt hundertprozentig da verändern, aber es soll eben so sein, dass die Schiffsports so individuell sind, dass ihr nicht nur bestimmen könnt, an welchem Port soll euer Schiff jetzt rauskommen, sondern ihr könnt auch bestimmen, welches Schiff, also welche Loadout soll passieren, was wollt ihr an Waffen dabei haben. Sprich, die Schiffe sollen dann individualisierbar werden und daran haben sie jetzt gerade gearbeitet, das für Crusader umzusetzen. Genau, genau, weiter ging's dann. Das nur die Eigentümer, genau. Ne? Dann auch daran arbeiten sie auch, dass halt nur der Eigentümer des Schiffes sozusagen den Port verändern kann. Dann. Genau, und das bestimmen kann und dass eben Waffen und Komponenten, die ihr dann eingebaut habt, auch wirklich angezeigt werden und ihr dann damit spielen könnt. Das ist ein wichtiger Punkt. Ansonsten gingen die Designarbeiten weiter in Bezug auf das Kiosk-Shopping bzw. Terminal-Shopping. Mhm. War auch ein wichtiger Teil im Monatsreport. Der kommt übrigens auch noch später diese Woche für euch. Ja, und zum Terminal-Shopping kann man im Prinzip schon sagen, dass es darum geht, dass größere Items, also die nicht ins Regal passen, so kann man es eigentlich beschreiben. Genau, ja. Also dass die dort eingekauft werden können. Genau, das ist eine Sache, die wirklich noch in der Designphase ist. Das heißt, Hint Hint 2.4 wird es sich tatsächlich erstmal um Sachen handeln, die man aus dem Regal greifen kann, die man also vor sich sieht. Wenn es dann später darum geht, Schiffe zu kaufen oder wirklich auch Komponenten zu kaufen, die dann nicht irgendwo im Regal stehen, sondern die man dann eben über ein Terminal kauft, dafür entwickeln sie jetzt gerade das Design. Und das ist eine sehr schöne Erweiterung, weil es wird eine Menge Sachen geben, die man nur über Terminal kaufen kann. Ja, und dann geht es auch weiter. Wie kaufe ich denn eigentlich? Und das ist eigentlich Credit. Ne? Ja, genau. Und Credits könnt ihr euch verdienen. Das ist auch eigentlich schon ziemlich sicher, dass das so sein wird. Und zwar, indem Com-Arrays eingeschaltet werden. Dann könnt ihr Klamotten kaufen, Rüstungen, Waffen oder was auch immer euch
am Herzen liegt. So ist es, ja. Also es wird eine Reihe von Missionen dazu geben. Es wird viele Möglichkeiten geben, aber das wird dann eben ins Spiel so integriert, dass ihr natürlich auch das Shopping entsprechend nutzen könnt. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil davon. Daran arbeiten sie auch gerade sehr, sehr stark. Ansonsten geht es weiter mit dem sogenannten Inner Thought System. Ja. Das ist auch eine Sache, die jetzt in die Zukunft gedacht ist. Das heißt, es ist nichts, was jetzt ultimativ sofort mit dem nächsten Patch kommen könnte, sondern es geht da eher raus, das System, dieses ja sogenannte kontextsensitive System zu entwickeln, um eben den News-Button zu ersetzen. Ja, diesen elenden News-Button. Den man nie findet. Ganz genau. Und dann in Zukunft ist halt der Plan, ne, wenn ihr dann an eine Tür kommt, dass man sie dann öffnen, schließen, verriegeln, was auch immer kann. Oder zum Beispiel an ein Fenster, also dass man zum Beispiel rausgucken könnte oder Dinge aufheben und in Gesprächen, dass man Antworten auswählen kann. Also das ist so alles die Zukunftsmusik. Genau, momentan ist es eben so, dass sie sagen, unter Umständen kommt es erst die erste Version mit 2.4 da noch mit rein. Kann aber sein, dass es sich auch noch ein bisschen noch weiter hinten verzögert. Ist ja auch kein Problem. Aber es wird schön werden, wenn wir dann wirklich was kontextsensitiv auswählen können und eben nicht nur einen News-Button haben und uns fragen müssen, was der Knopf jetzt macht. Genau. Und das gilt übrigens auch sowohl also für die Spieler als auch für die NPCs. Also es ist ein einheitliches System. Ja, und wie gesagt, eine frühe Adaption könnte vielleicht sein, dass die in 2.4 kommt. Vielleicht auch nicht. Mal gucken wir. Und dann gab es bei Around the Verse ein Lore-Maker's Guide of the Galaxy kurz vorgestellt. Es ging diesmal ums Nexus-System. Adam Wiesner hat uns diesmal wieder da durchgeführt. Und wenn ihr euch die Episode anschauen wollt, sehr gerne. Bei SCB kriegt ihr sie dann. Da kriegt ihr auch schon jetzt eine Kurzzusammenfassung davon. Wir machen dann da ein Voice-Over drüber. Ja. Sobald es die Zeit erlaubt. Das machen wir sehr gerne für euch. Und von da aus geht es dann nochmal zu Fast Forward. Ja, und da gab es News, die euch vielleicht interessieren könnten. Denn da gibt es nämlich einen kleinen Vorgeschmack, einen kleinen Blick auf die Javelin, auf die Rettungskapseln. Genau, das ist sehr schön, dass sie das rausklammern. Ich fand es total interessant. Aber unabhängig davon, ob ich es interessant fand oder nicht, fand ich es auch sehr cool, weil das ist eigentlich ein Teil, den möchte ich mir im Spiel ungern lange von innen angucken, tatsächlich. Also ich möchte, wenn ich auf einer Javelin bin, nicht unbedingt die ganze Zeit in der Rettungskapsel sitzen. Dann ist nämlich echt was schiefgelaufen. Also von daher, guckt euch das an. Waren echt schöne Screenshots, dass man sieht, wie ist das aufgebaut in auch vom Style Guide her, fand ich sehr, sehr spannend. Ja, und von da aus gehen wir dann direkt, glaube ich, zum Interview, ne? Ja, und da gab es ein Interview mit Shane Hessler, derjenige, welche seit 2 Monaten für CIG arbeitet, und zwar als Associate Character Artist. Hat gesagt, er arbeitet gerade aktuell zum Beispiel am RSI Jetpack. Wir wissen noch nicht so genau. Ich kann mir nur vorstellen, Raketenrucksack und immer gib ihm, aber das werden wir dann sehen. Genau. Auf jeden Fall hat er in dem Interview erzählt, wo er so ein bisschen herkommt, also dass er als Freiberufler viel gearbeitet hat, zum Beispiel unter anderem für Disney Spielzeugdesign. Ja, das stelle ich mir auch einen tollen Job vor, ne? Wenn wir die ganze Zeit immer nur spielen und da und da. Wobei irgendwann, also wenn ich mir das überlege, die ganze immer wieder Elsa und Anna bei Frozen irgendwie aus Plastik zu carven, meinetwegen. Genau, so ist es. Wer weiß, aber ist auf jeden Fall ein cooles Interview. Er erzählt dann eben jetzt zum Beispiel, dass er gerade aktuell eben für Squadron 42 arbeitet, an einem sogenannten BDU-Engineer, also dieser Spielfigur aus Squadron 42. Und ansonsten guckt mal in das Interview rein, ist vollständig übersetzt bei SCB für euch und hat wieder ein paar Hintergrundinformationen. Auch insbesondere mal zu Squadron 42. Ja, und dann kommt... Kommt schon 10 for the Developer. Also 10 Fragen an die Entwickler wurden wieder gestellt. 3 davon haben wir uns rausgepickt. Und die erste ging um Planetenpersistenz. Ne? Mhm. Und da war die Frage, wie wird das eigentlich sein? Werden die Bergbauplätze auf dem Planeten irgendwann erschöpft sein? Oder werden sich die Mineralien wieder neu oder erneuern? Ja, und die Antwort war, also die Landschaft auf den Planeten... An sich wird sich nicht verändern, also wird sich nicht erschöpfen, aber Objekte werden sich quasi erschöpfen oder werden sich verändern. Genau, und sie haben noch nicht bestätigt, dass es sich wirklich überall erneuern wird. Das ist tatsächlich auch noch im Designprozess, im Konzeptionsprozess zum Bergbau drin, dass sie gesagt haben, wenn es passieren wird, dann werden sie aber wahrscheinlich nicht an der gleichen Stelle wieder auftauchen, sondern irgendwo anders, und sie werden im Zweifel auch anders aussehen und sich anders einfügen. Also so kann man sich das so ein bisschen vorstellen, dass man so eine Erzader halt abarbeitet und dann muss man tatsächlich den Ort wechseln und sich eine neue Erzader suchen. Nächste Frage ging dann um die Physik-Grids, und zwar,
wie das möglich ist oder ob es möglich sein wird, dass es auch zum Beispiel ringförmige Raumstationen gibt, wo der Physics Grid so angepasst ist, dass man zum Beispiel eben an der Decke entlang laufen kann oder dass man auch insgesamt Magnetstiefel nutzen könnte, zum Beispiel, um eben an einer Wand entlang zu laufen. Fanden wir sehr cool, ja, und die Antwort war auch cool. Ja, die Antwort war nämlich deshalb cool, weil sie tatsächlich interne Builds gerade haben und das Ganze testen. Mhm. Zum Beispiel, dass über euch dann jemand irgendwie mit Magnetstiefeln an der Decke rumwandert. Cool, ja. Genau. Sie testen es, aber sie sagen, sie testen es eben auch. Genau, also Technologien sind da, aber man muss halt gucken, okay, wie ist der Aufwand und wie ist überhaupt Kosten-Nutzen-Verhältnis? Macht das überhaupt Sinn? Lohnt es sich? Also da sind sie gerade dabei, das irgendwie auszutesten. Es ist halt ein relativ aufwendiger Prozess und sie haben eben noch nicht gesagt, dass sie es im Endeffekt irgendwann vollständig einbringen werden, sondern dass sie es erstmal testen und gucken, wann macht Sinn, jetzt macht Sinn, wie weit sind wir schon. Das wird also noch offen gehalten. Ja, und ansonsten geht es nochmal, da wollten wir auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen, weil das hatten wir auch vor kurzem und das ging um die weiblichen Modelle im Spiel. Die weiblichen Modelle, ja, und da stellt sich unter anderem Cecilia immer wieder die Frage, wie kann es sein, dass die männlichen Modelle alle eigentlich schon fast fertig sind und die kleinen, lieblichen Weibsbilder immer noch auf sich warten lassen. Ja, ja, und da haben sie gesagt, sie machen quasi auch ein Trial-and-Error-System und wollen erst die männlichen Animationen fertig kriegen, damit sie dann, jetzt pass auf, du auch, ne, die Logik der Männer auf die weiblichen Charaktere übertragen können. Wobei ich mich da auch schon gefragt habe, Frauen haben doch eigentlich auch so ein bisschen eine andere Logik manchmal. Ja, tell me about it. Ja, vor allem die emotionale Intelligenz kommt an dieser Stelle zum Tragen. Ne? Also auf jeden Fall... genau, das war die Frage und die Antwort darauf. Also sobald die männlichen Charaktere fertig sind, dann können sie das viel leichter für die weiblichen Charaktere implementieren ins Spiel. Genau. Das nehme ich so an und freue mich dann, dass ich dann von euch lernen darf, liebe Männer. Sie wollen nicht die gleichen Fehler zweimal machen und du musst es einfach aus einer sehr charmanten Perspektive betrachten. Klar. Du musst einfach sehen. Und dann weiterentwickeln. Genau, du bist dann wirklich sowieso die 2.0, zwei Jahre voraus. Die 2.0-Version sozusagen, die während die Männer noch ab sich die Männer krüppeln sich noch ab jetzt die nächste Zeit bei und gucken, schicken sehen wir alle mal voraus, komisch aus. Testet genau. Mal alles. Genau. Und, dann, und die Mädchen kommen dann gleich in glänzender Erstrahlung ins Spiel. Das ist doch ganz wundervoll so. Das ja. Ist aber schön erzählt. Ich das jetzt Ganze sehen und in der Zwischenzeit müssen wir uns halt überlegen, muss ich halt ja weiter mit dir vor der Kamera flirten anstatt im Spiel. Das ist auch okay. Das sind gut. Die Frühlingsgefühle. So ist es. Von da aus geht's also weiter. Schnell zur Wahlnacht. Genau, schnell zur Politik. Schnell zur Politik. Weit weg von dem anderen Thema. Ja, ein Spectrum Dispatch. Genau, gab es. Da gab es einen neuen Zusammenhang, ne? Mit dem alten. Genau, da gab es nämlich einen neuen Empire Report zu der Wahlnacht. Also ihr erinnert euch vielleicht an Gabriel Gracian, genau. Genau, und sie stand ja quasi in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Sui Cossi, der auch der erste Tevarin-Senator werden wollte. Ja. So, und jetzt in diesem Empire Report, in diesem Spectrum Dispatch geht es halt um diese Wahlnacht. Und wäre eigentlich jetzt doof, wenn man schon verrät, wer jetzt Senator das ist wohl wahr. Wird. Ne? Schaut deswegen mal sagen wir es nicht. Schaut rein, wurde wieder übersetzt für euch. Und ja. Und es geht um euch alle da draußen, denn es geht um jeden Citizen im Verse, der wahlberechtigt ist, denn es wurde nicht nur dort auf Elysium gewählt, sondern die ganze Galaxis hat gewählt und es ging auch um die wirkliche Zusammenstellung des Senats. Das heißt, ihr da draußen seid verpflichtet, guckt da mal rein, seid politisch interessiert, guckt an, was im Verse so passiert, damit ihr auch wisst, mit wem ihr später Handel treibt oder von wem ihr euch dann fernhalten sollt. Das heißt, es geht an alle Citizens da draußen. Empire Report lesen, ganz wichtig. Ja, von da aus gibt es dann nämlich noch einen zweiten. Die Videos? Wir wollten von der Drake Herald erzählen. Ja, so da gab es nämlich ein Voice-Over, das hast du gemacht, ne? Ein Walkthrough wieder. Zur Herald, die in der Whiteboxing-Phase ist. Ja. Und dann gab es ein weiteres Video, das haben Muizen und Dozer gemacht, auch zur Herald. Und da könntet ihr auf jeden Fall auch mal reinschauen, das war ein Showcase, ne? De facto. Und hatten auf jeden Fall diese Woche absolut Drake Herald E-War Woche. Ja, es ist so wie die Wochen bei die Los Wochos bei McDonald's. Diese letzte Woche waren es dann wirklich die Drake Herald Wochen, denn wir haben uns wirklich das Whiteboxing angeguckt eben. Wir haben uns dann das Showcase angeguckt. Weezen und Dozer haben das sehr, sehr schön gemacht.
gemacht, haben die nochmal vorgestellt, bevor sie dann wirklich vielleicht auch in den Hangar kommt in nächster Zeit. Und dann gab es noch etwas Drittes und das war auch ein Showcase und da ging es um die E-War-Mechanik. Ach ja, das haben auch Weezen und Dozer gemacht. Die waren sehr fleißig die Woche. Und die haben sich dann nämlich auch um das Gameplay gekümmert und überhaupt um die Mechanik, also in puncto elektronische Kriegsführung. Ja. Also schaut da auf jeden Fall auch nochmal rein und da erfahrt ihr eine ganze Menge von den beiden. Genau, hängt alles eben auch ein bisschen zusammen, gerade mit der Drake Herald, also gerade im Verbund sind die Videos wirklich sehr witzig und interessant, weil sie sich wirklich gut ergänzen. Ja, und von da aus gehen wir dann nochmal auf den Livestream. Wir haben den neuen Monat, das heißt auch, wir starten direkt jetzt gleich mit einem Livestream am kommenden Donnerstag. Mhm. Genau, um 20.15 Uhr läuft der dann live auf Twitch. Das ist Let's Crash, die Show, die ich hoste. Books wird auf jeden Fall dabei sein. Wir haben ein paar Gäste für euch und haben außerdem auch ein Gewinnspiel am Laufen. Das heißt, ihr könnt in der Sendung live was gewinnen. Von daher schaltet mal ein. Kommenden Donnerstag, 20.15 Uhr. Primetime live auf Twitch. Twitch-Kanal findet ihr hier auch in der Beschreibung vom Video. Ja, das war's dazu. Und dann sind wir schon bei Interaction. Ja. Und da haben wir euch ja letzte Woche gefragt, weil davor ging es ja die ganze Zeit um die Prospector, die wirklich wohl sehr gut angekommen ist bei allen. Und deswegen haben wir uns gefragt, was haltet ihr eigentlich von ihr? Interessiert euch das Bergbau? Ja, nein. Und ihr habt fleißig mit abgestimmt. An dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass ihr immer so mitmacht. Und 47% haben tatsächlich gesagt, Mining, das wird mich reich und mächtig machen. Da bin ich voll am Start, da bin ich mit dabei. Genau. Und 45% haben gesagt, wenn nichts anderes irgendwie läuft, dann, dann mache ich das mal. Ne? Ja, genau. Dann haue ich auch mal so einen Asteroiden klein. Mache ich auch gerne. Mit meinem Laser da. Genau, und drinnen und gucken wir mal, was dabei passiert. Dann hatten wir noch 8%, die gesagt haben, Mining, meh. Nee, kein Bock, waren wenig, ne? 8% finde ich echt krass, fast gar keiner. Ja, und 1% hat die Frage nicht verstanden, finde ich immer wieder gut. Oder, what the, was, genau. Mining? Warum eigentlich und wer seid ihr eigentlich überhaupt? was ist macht das ihr ja eigentlich, so labert ihr uns eigentlich zu. Genau, so ist es. Ja, finden wir auch immer ganz witzig. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Abstimmen an der Stelle nochmal. Und ansonsten können wir noch sagen, bleibt dran die Woche. Wir haben am Donnerstag den Twitch, wir haben auf jeden Fall den Monatsreport, der noch kommt. Und ansonsten ist es auch bei uns jetzt so, wirklich die Woche, dass wir uns langsam aber sicher darauf vorbereiten, hier auf Alarmbereitschaft zu sein, wenn der Patch dann wirklich ins PDU kommt, dass wir euch sofort darüber berichten können. In diesem Sinne also, wenn ihr up-to-date bleiben wollt, abonniert unseren Channel zu Star Citizen, liked und disliked uns, schreibt uns natürlich Kommentare rein, auch gerade was euch besonders interessieren würde, vielleicht am Live-Patch, dass wir gucken können, was fangen wir als erstes für euch auf. Kommentiert und in diesem Sinne, teilt das Video, wenn ihr andere Leute dafür begeistern wollt. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen möchtet, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Vielleicht findet ihr auch was da für euch. Gut, in diesem Sinne, wir sind durch, ne? Das war's schon. Ja. Genau, wir sehen uns nächste Woche wieder zum neuen Verse Report. Mhm. Bis dahin, wie gesagt, schaut in den Monatsreport. Der kommt jetzt auch noch bald. Genau. Mhm. Und wir verabschieden uns, Sawyer und Cecilia, mit einem See you on the flight deck!